Lord Pappnase. Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem News-Video in der Gothic-Welt. Es hat sich ja einiges getan in letzter Zeit und ich möchte euch das natürlich wie immer gesammelt präsentieren. Zum einen, weil da einige Highlights dabei waren, was THQ gepostet hat, und auch es gibt einige Neuigkeiten in der Gothic-Modding-Community. Aber starten wir direkt rein, und zwar mit meinem ersten Highlight. Und zwar hat THQ Nordic ein kleines Weihnachtspräsent uns beschert und ein kleines Video gepostet mit einem Ausblick aufs neue alte Lager und mit ein bisschen Recomposed Music von Kai Rosenkranz. Ich habe das Video wie immer unten verlinkt, aber ich möchte mich hier in diesem News-Video sehr auf diesen Screenshot erstmal fokussieren. Ich habe hier auch versucht, ein Vergleichsbild vom alten Lager aus dem gleichen Winkel zu machen. Das hat auch einigermaßen gut geklappt. Ich werde da immer mal wieder hin und her schalten. Das kriegt ihr dann aber mit. Schauen wir uns erstmal den neuen Screenshot an. Ich fange von rechts oben an. Da sticht natürlich der Burgturm direkt ins Auge, der eine Änderung bekommen hat. Der wirkt oben wuchtiger, ist bei beiden Sachen aus Stein gebaut, aber wirkt einfach sehr detaillierter. Da haben wir so Steinfenster. Auch das Dach ist ein bisschen größer. Ich denke, da wird man auch rein können und die Aussicht genießen können. Gefällt mir sehr gut, wie der Turm gestaltet ist. Dann fällt auf, bei der Burgmauer oder bei diesem Außenhaus, dass das Dach fehlt und die Mauer deutlich mehr beschädigt ist. Finde ich ein sehr schönes Detail, dass sie sich nicht akribisch an die Vorlage halten, sondern so ein bisschen eigenes Zeug mit einfließen lassen. Was da auch direkt bei dem Gebäude auffällt, ist, dass der Galgenplatz von links, wo jetzt so eine kleine Überdachung scheinbar nur ist, nach rechts gewandert ist. Auf dem ist ja im Original in Extremo aufgetreten. Und ich bin gespannt, ob sie das einfach größer aufziehen und ob der Galgenplatz vielleicht auch in der Story ein bisschen Verwendung findet und sie da vielleicht den ein oder anderen Verbrecher hängen werden. Gut, Verbrecher sind ja fast alle in der Kolonie, aber ihr wisst schon, was ich meine. Da bin ich mal sehr gespannt. Finde ich schön, dass sie den so ein bisschen größer inszenieren. Ansonsten im Vordergrund haben wir so eine kleine Steinmauer, die es im Original nicht gab. Finde ich auch ein schönes Detail. Und im Hintergrund sehen wir dann auch das Burgtor, das auch deutlich größer ist. Also allgemein, die Burg hat für mein Gefühl deutlich größere Größenverhältnisse. Vor allem, wenn man sie mit den Größen der NPCs vergleicht, die da vorne vor dem Burgtor stehen. Und mir gefällt der Burgeingang richtig, richtig gut. Also der ist wunderschön designt, hat so ein bisschen Dark Souls Elden Ring Vibes, finde ich. Aber ich glaube, das tut Gothic sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr. Auf der linken Seite haben wir dann die Hütten, die Holzhütten. Gefällt mir auch gut, dass das wohl einzelne Bretter zu sein scheinen, schwieriges Wort, wo das Licht durchscheint. Die Hütten in Gothic 1 waren ja eher so abgeschlossene Bauwerke und das sieht nochmal ein bisschen maroder aus, gefällt mir sehr gut. Was natürlich gar nicht geht, ist, dass hier im Vordergrund das Fass zum Verstecken fehlt. Kann schon kein gutes Spiel werden. Nee, das ist Spaß, aber das Fass muss sein, ich muss doch nochmal mit Kai reden, das geht gar nicht. Ansonsten auch so kleine Details, dass der meistbenutzte Weg hier nochmal mit kleinen Holzbrettern ausgestattet ist, gefällt mir sehr, sehr gut overall. Links haben wir dann auch noch die Palisade, die fast 1:1 wie in Gothic 1 aussieht. Auch sehr schönes Detail. Was mir immer noch nicht so gefällt, ist der komplette Artstyle, diese Belichtung. Da kann ich mich noch nicht richtig mit anfreunden. Auch die Character Designs müssten wir mal in Bewegtbild sehen, bevor ich mir da ein richtiges Urteil bilden kann. Ansonsten haben wir hier oben natürlich noch ein paar Vögelchen. Und was mir sonst noch nicht so gut gefällt, ist diese Barriere, die so ein bisschen nebelartig wirkt. Mir hat dieses blaue, dieses dunkelbläuliche im Original Gothic besser gefallen. Ich hoffe, da machen sie noch was. Aber ansonsten overall gefällt mir der Screenshot sehr, sehr gut. Des Weiteren haben wir natürlich noch zwei andere Screenshots, über die wir hier auf dem Channel noch nicht gesprochen haben. Die sind schon ein bisschen älter, von November. Wir haben zum einen mal die Blutfliege, das Design der Blutfliege. Muss ich sagen, ich bin mir noch nicht sicher, sie erinnert mich zu sehr irgendwie an Acania, auch wenn die in Acania deutlich anders aussehen. Aber ich bin da noch nicht so begeistert. Also ich finde das ursprüngliche Blutfliegendesign deutlich schöner aus Original Gothic. Und da müssen wir einfach mal schauen, wie es in-game wirkt. Ich finde natürlich cool, dass der Stachel irgendwie sehr groß ist und
Ich bin einfach mal gespannt, wie es in-game wirkt. Von den Artworks auf In-game-Sachen zu schließen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich mache es hier trotzdem mal einfach, um meine Meinung zu teilen. Würde mich auch eure Meinung mal interessieren. Schreibt es da gerne in die Kommentare. Viel dazu sagen habe ich jetzt nicht. Ich muss es in-game sehen. Und dann schauen wir einfach mal. Dann haben wir natürlich noch die Goblins. Da muss ich leider auch sagen, die gefallen mir so gar nicht. Im Vergleich zu Gothic, sie wirken einfach wie der generische 0815 Goblin, wie aus jedem anderen Rollenspiel. Aber vor allem erinnern sie mich sehr an die Goblins aus dem Hobbit-Film. Und ich mag die Hobbit-Filme persönlich sehr gerne, aber ich finde, diese Goblins passen nicht in die Welt von Gothic 1 und Gothic 2. Da mochte ich lieber diese kleinen, nervigen Goblins. Was man hier natürlich machen kann, dass sie ein bisschen mehr Kultur haben. Man sieht ja, sie braten das Fleisch, haben kleine Rüstungen an. Ich bin davon aber kein Fan von, weil es sehr in dieses normale High-Fantasy-Universum vermischt wird, was andere Rollenspiele halt einfach haben. Ich muss da auch gerade irgendwie sehr an Dungeon Lords 1 denken. Das war auch so. Ja, ich bin mit dem Art-Design der Goblins leider gar nicht zufrieden. Ich hoffe, die wirken in-game dann doch noch ein bisschen anders, als sie hier auf den Artworks wirken. Bin ich mal sehr skeptisch und sehr gespannt. Schauen wir uns einfach mal an. Ja, dann kommen wir zu einer besonderen News. THQ hat nämlich die Steam-Version mal wieder ein bisschen angepasst. Und wenn ihr jetzt die Gold-Version habt, dann könnt ihr nicht nur wie bisher die Nacht des Raben spielen, sondern könnt auch sagen, okay, ich möchte die Classic-Version spielen, was ja viele Community-Mitglieder möchten. Die finden ja spielen Classic deutlich lieber als die Nacht des Raben. Finde ich zum einen natürlich ein schöner Move. Allerdings hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass sie einfach die Modifikation aus der Community genommen haben und das einfach mal so vergessen haben zu erwähnen. Upsi. Sie haben jetzt mittlerweile mit einem Post berichtigt, dass sie diese Classic-Mod einfach von der Community genommen haben. Finde ich trotzdem nicht so feiner Zug. Das hat so ein bisschen, wie sagt man im Schwobelände, ich schmeckle. Und da zieht sich leider so eine Sache durch, die mir schon öfters aufgefallen ist, seit die Gothic-Reihe bei THQ ist. Müssen wir mal beobachten. Ich fand es jetzt nicht so schön, wie die Kommunikation gelaufen ist. Kann natürlich immer mal passieren, aber ja, einfach eine unschöne Sache, die nicht hätte sein müssen. Könnt ihr mir ja auch mal schreiben, was eure Meinung dazu ist oder ob ich da einfach was falsch verstanden habe, aber es wirkt schon so. Ja, kommen wir zur Modding-Part in dieser Gothic-News. Und zwar ging es da mir hauptsächlich um das Gothic 3 Community Story Projekt. Wer das nicht kennt, das ist eine kleine Modding-Gruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, Gothic 3 mehr an Gothic 1 und 2 ranzubringen. Also wirklich mit Story, dass die Städte sinnvoll verbaut sind, dass du wieder Kapitel hast, dass du eine richtige Story-Führung hast. Und die arbeiten da schon ein Weilchen dran, ich glaube seit 10 Jahren mindestens. Und wie jedes Jahr hat das Community Story Projekt einen Adventskalender rausgebracht mit 24 schönen Türchen. Und da gibt es einige coole Sachen zu sehen, was sie so planen, was sie so vorhaben. Da könnt ihr gerne mal in diese Türchen reingucken. Ich habe es natürlich auch wieder unten im ersten Kommentar verlinkt. Da sind ein paar coole Sachen dabei. Wenn ihr wollt, dass wir die Kalender mal so podcastmäßig alle durchgehen, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Dann würde ich das für ein Video vorbereiten, dass wir uns da einfach alle Türchen und meine Meinung dazu mal anhören, falls euch das interessiert. Und ansonsten schaut da einfach mal rein. Das Projekt ist ziemlich geil. Die hatten auch schon richtig viele Adventskalender die letzten Jahre. Die haben uns ja auch den Gothic 3 Parallel Patch beschert, mit dem die Mikroruckler beseitigt wurden in Gothic 3, was ich besonders begrüßenswert finde. Ja, liebe Leute, das war's mit den Gothic News. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe mir so die besten News der letzten Wochen rausgepickt. Falls ihr noch irgendwas habt, über das ich berichten kann, gerne her damit. Eine News noch in eigener Sache. Ich habe mittlerweile einen Let's Play-Kanal für die es noch nicht mitbekommen haben. Da geht auch schon ordentlich was ab. Link ist auch im ersten Kommentar. Schaut da gerne mal vorbei. Ich würde mich freuen und ansonsten habt noch ein schönes Restjahr und wir sehen uns spätestens nächstes Jahr. Macht's gut.